Hallo und willkommen zum Kapitel 8 in der Vorlesung verteilten Systemen. In diesem Kapitel nehmen wir ein paar Ideen der Gruppenkommunikation wieder auf, verändern allerdings die Art und Weise, wie wir die Kommunikation zwischen Teilnehmern organisieren. Es wird ähnlich zur Gruppe sein, aber nicht identisch. Insbesondere werden wir uns hier genauer darüber unterhalten, was eine Gruppe eigentlich ist und wie eine Gruppe auf Inhalte der Nachrichten bezogen werden kann. Und das Ganze nennt sich dann ein sogenanntes Publish-Subscribe-System nach den grundlegenden Kommunikationsprimitiven, nach den grundlegenden API-Funktionen, die Sie finden, ein Publish und ein Subscribe. Oder es wird ebenfalls als ein sogenanntes Distributed Event System bezeichnet, was Betonung darauf legt, dass wir Ereignisse, Kommunikationsereignisse in den Mittelpunkt des Entwurfs stellen, die wir dann in einer verteilten Art und Weise unterstützen werden. Wir werden in dem Kapitel hier damit anfangen, das Publish-Subscribe als Idee, als Konzept vorzustellen, dass wir dieses Video hier machen. Der folgende Abschnitt wird dann Distributed Event System mit dem Betonung auf Distributed hier behandeln. Und dann schließen sich noch ein paar kleinere Fallstudien an. Sie merken, das ist ein etwas kürzeres Kapitel als das vorherige. Lassen Sie uns anfangen, uns über Publish-Subscribe als Idee zu unterhalten. Wir fangen an mit APIs. Wir sprechen über die Art und Weise, wie man Events zueinander in Bezug setzen kann, was die logische Gruppe in Anführungszeichen hier darstellt. Und ganz zum Schluss, nur als Strohmann, als Vogelscheuche, die wir dann wieder zerlegen werden, eine naive Implementierung dieser Idee. Was haben wir uns bisher angeschaut? Wir hatten uns bisher angeschaut, dass wir eine Sendeoperation und eine Empfangsoperation als explizite APIs benutzt haben. Dieses Senden konnte Unicast oder Multicast sein. Ein Multicast konnte an eine irgendwie bestimmte festgelegte Gruppe gehen. Darüber hatten wir uns bisher noch überhaupt nicht ausgelassen, wie wir die Gruppenmitglieder eigentlich bestimmen. Wir hatten die Vorstellung von Views in der Gruppenkommunikation, die eine Liste dieser Mitglieder ist, und wir hatten explizites Beitreten oder explizites Verlassen. Aber vielleicht gibt es noch mehr Optionen, Gruppen zu definieren. Und wir werden uns darüber unterhalten, dass sowohl die Sendeoperation als auch die Empfangsoperation blockierend oder nicht blockierend sein kann, mit den diversen Kombinationen der Semantik, die sich dabei jeweils einstellen. Aber ist das alles? Ist das der gesamte Entwurfsraum oder gibt es da weitere Optionen, über die man nachdenken kann? Insbesondere, wir haben noch nicht uns um die Frage gekümmert, wann wir eigentlich eine Empfangsoperation durchführen, sei sie blockierend oder nicht blockierend. Bei einer nicht blockierenden könnten Sie jetzt sagen, na, das mache ich dauernd. Aber was heißt schon dauernd? Sie sollten ja auch vielleicht mit Ihrem System irgendwas anderes tun. Insbesondere, vielleicht hat ein Empfänger auch eine Vorstellung davon, was ihn eigentlich interessiert, und dann möchte er informiert werden. Also wir drehen die Idee um. Wir drehen die Idee um und sagen nicht mehr, ein Empfänger empfängt explizit aus einer Gruppe eine Nachricht, sondern er definiert, was er empfangen möchte. Und wenn das so ist, wird er darüber informiert. Also das ist eine unterschiedliche Art und Weise, über das Empfängerverhalten nachzudenken. Ja, das wirft aber die Frage auf, woher soll ich denn jetzt wissen, ich als Sender, woher soll ich denn jetzt wissen, welchen potenziellen Empfängern ich eigentlich diese Informationen zusenden soll, dass es etwas für sie zu empfangen gibt? Wo kommt dieses Wissen her? Also, vielleicht, wenn man über dieses geänderte Modell eines Empfangens nachdenkt, kommt vielleicht tatsächlich etwas Interessantes raus, wenn wir noch ein paar weitere Fragen beantworten. Und die Idee dabei ist eben, wir setzen das Event an sich, den Kommunikationsvorgang, das Verfügbarwerden neuer Informationen, das stellen wir in den Fokus. Nicht das Empfangen oder Senden, sondern wir kümmern uns darum, was ist diese Nachricht, was ist in dieser Nachricht enthalten, an wen soll die gerichtet werden. Das nennen wir ein Event mit ein paar interessanten Eigenschaften. Ich weiß natürlich im Vorhinein im Allgemeinen nicht, wann solche Ereignisse geschehen. Das kann irgendwann passieren. Und typischerweise wird nicht jeder Prozess, jeder Teilnehmer sich für alle Ereignisse interessieren. Wenn das der Fall wäre, könnte ich einen einfachen Podcast machen und dieses Kapitel wäre sehr schnell zu Ende. Irgendwie wird sich eine Teilmenge von Prozessen für unterschiedliche Teilmengen von Ereignissen interessieren.
Und Ereignisse sind reichlich, nicht? Diese Vorstellung, es gibt Dinge, die passieren, über die man informiert werden möchte, aus unterschiedlichsten Kontexten. Dinge fallen aus, Last hat sich verändert, das sind Dinge, die Sie systemisch vielleicht interessieren. Ein Aktienkurs hat sich verändert. Tatsächlich kommt dieser Systementwurf, den wir hier besprechen, aus Systemen, die Aktienkurse an Börsen verwalten sollten. Da entstand diese Idee historisch. Oder eine Kurznachricht wird geteilt und Sie interessieren sich für Kurznachrichten von bestimmten Absendern. Das wären alles typische Beispiele dafür. Wenn dem so ist, dann müssen wir uns doch jetzt Folgendes überlegen. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir Ereignisse beschreiben. Die Annahme dabei ist jetzt, dass ein Ereignis irgendeinen Inhalt haben kann. Der Inhalt ist mir egal. Das ist wieder irgendwie ein opaker Bitstring. Aber ich werde irgendetwas über diese Ereignisse trotzdem wissen. Im weitesten Sinne irgendeine Form von Metadaten werde ich unterstellen, dass sie bekannt sind und dass ich auf diesen Metadaten Operationen ausführen kann. Möglicherweise vielleicht fasse ich auch den Content an, aber eigentlich erstmal die Idee, es gibt Metadaten. Und aus entweder Metadaten oder Inhalt bin ich irgendwie in der Lage, Mengen von Ereignissen zu beschreiben. Und ich kann mir überlegen, gegeben ein Ereignis, gegeben eine solche Mengenbeschreibung, ich kann testen, ob diese Mengenbeschreibung, ob diese Teilmenge der möglichen Ereignisse dieses Ereignis tatsächlich beinhaltet oder nicht. Darauf würde ich hinaus wollen. Das würde ich tun wollen. Verzeihung. Wie sieht das dann aus? Mögliche Ideen dazu, solche Beschreibungen zu tun. Das Einfachste nennt sich Topic-Based. Wir unterstellen, dass es für jedes Ereignis einen einfachen Text als Metadatum gibt. Und dieser Text ist das Topic. Zum Beispiel, wenn Sie an Aktienkurse wieder denken, um welche Firma geht es? Wenn Sie an Tweets denken, ist es vielleicht der Absender, das Metadatum. Aber Sie merken, das ist sehr eingeengt. Vielleicht wollen wir etwas mehr. Vielleicht möchte ich eher etwas flexibler sein. Das kommt dann zu einem sogenannten Subject-Based-System. Die Vorstellung ist hier, ich habe wieder Metadaten. Allerdings sind meine Metadaten Key-Value-Paare. Paare im Plural, es können viele sein. Die Keys und die Values können wieder unterschiedliche Formate annehmen. Dazu schauen wir uns gleich Beispiele an. Und die letzte Version, die wir noch kurz besprechen werden, sind die sogenannten Content-basierten Systeme, Content-Based. Wir haben gar keine Metadaten. Wir machen irgendwie eine Inspektion tatsächlich des Inhalts und versuchen darüber etwas zu schließen, was es über dieses Event auszusagen gilt. Sie merken, das ist am allgemeinsten, aber auch gleichzeitig wieder am schwammigsten. So, das ist die Vorstellung. Ich habe ein Event. Ein Event kann ich irgendwie beschreiben und ich kann irgendwie Teilmengen von Events beschreiben. Details schauen wir uns gleich an Beispielen an. Was mache ich jetzt damit? Wie sieht jetzt eigentlich mein API aus? Und das API ist hier dreigliedrig. Es ist anders als ein Sende-Empfangs-API. Es ist auch anders als ein Gruppenkommunikations-API, wobei es dem noch am nächsten liegt. Die Vorstellung ist folgende. Ich kann zunächst einmal, ich als Teilnehmer in einem solchen System, kann ich mitteilen, dem System an sich, kann ich mitteilen, an welchen Teilmengen von Ereignissen ich Interesse habe. Ich subskribiere mich für Teilmengen von Ereignissen. Okay? Das ist zunächst mal nur die Kundgebung meines Interesses. Hier folgen noch keine tatsächlichen Ereignisflüsse. Es gibt ja im Zweifel auch noch kein Ereignis für diese Teilmengen. Das passiert erst, wenn irgendein Teilnehmer ein Ereignis publiziert, ein Publish durchführt und ein solches Ereignis damit veröffentlicht und bekannt macht. Natürlich mit geeigneten Metadaten versehen oder mit geeignetem Inhalt. So, und dann müssen wir uns anschauen, für alle vorliegenden Subskriptionen wird ein Matching durchgeführt mit den Metadaten oder dem Inhalt des Ereignisses. Und ich kann, wie gesagt, feststellen, ob dieses Ereignis zu diesen Subskriptionen passt. Und wenn das der Fall ist, werde ich benachrichtigt. Dann wird der Subskribent benachrichtigt, der Subscriber wird notified über dieses Ereignis samt dem Inhalt dieses Ereignisses. Idealerweise hätte ich das gerne genau einmal. Für ein Ereignis wird ein Teilnehmer genau einmal informiert.
Und das ist ein sogenanntes Publish-Subscribe-System. Definition ist hier fast schon banal. Ein Publish-Subscribe-System ist ein System, das Subskription, Publikation und Notifizierung unterstützt und dafür sorgt, dass die relevanten Notifizierungen, Benachrichtigungen auch tatsächlich stattfinden. Die Vorstellung ist, dass Notify kann als ein sogenannter Upcall stattfinden. Also Sie zupfen von unten Ihre Applikation am Schoßrock und sagen, hey, ich habe ein neues Ereignis für dich. Wie das im Detail passiert, das hängt jetzt von Ihrem Betriebssystem und von Ihrer Programmierumgebung ab und auch ein bisschen von Ihrer Programmiersprache. Ein solcher Upcall kann sein, dass ein Signal-Handler gestartet wird, dass ein neuer Thread gestartet wird. Sie haben vielleicht einen Thread, der auf ein solches Upcall-Interface blockieren musste. In einem Thread kann eine neue Funktion aufgerufen werden für einen solchen Upcall. Das ist sehr programmiersprachenabhängig, das können wir hier schlecht verallgemeinern. In den Case Studies schauen wir uns das vielleicht noch ein bisschen genauer an. Okay. So, das ist die Vorstellung dabei. Was hat das jetzt für Charakteristiken? Wie unterscheidet sich das jetzt von anderen Systemen? Es hat eine wesentliche Charakteristik im Sinne eines Begriffes, der schon mal aufgetaucht ist. Das ist das sogenannte Loose Coupling. Loose Coupling tritt hier in drei Formen auf. Die erste Form ist das sogenannte Decoupling in Time. Das Subskribieren kann irgendwann passieren. Das ist nicht irgendwie in fester Form an den Zeitpunkt des Auftretens von Ereignissen oder des Auftretens von Notifizierungen gebunden, außer dass es davor stattgefunden haben muss. Publikationen passieren irgendwann. Die Notifikation kann natürlich nicht vor der Publikation passieren. Ursache-Wirkung wäre dann umgekehrt. Aber es gibt auch keine Garantien, dass das jetzt innerhalb bestimmter Zeitschranken vor irgendetwas anderem oder Ähnlichem passiert. Das kann asynchron zu beliebigen Zeitpunkten geschehen. Okay? Wir haben also ein Decoupling in Time, ein asynchrones Verhalten. Es blockiert auch nichts. Zu beliebigen Zeitpunkten treten Ereignisse ein, die dann später gegebenenfalls zu Notifikationen führen. Ein zweiter Punkt ist die sogenannte Decoupling in Identity. Weder der Veröffentlicher eines Ereignisses, der Publisher eines Ereignisses, noch die Subskribenten müssen wissen und im Allgemeinen sollten sie auch gar nicht wissen, die jeweils wechselseitigen Identitäten. Sie müssen sich als Veröffentlicher eines Ereignisses nicht darum kümmern und in der Regel geht es sie auch nichts an, wer sich eigentlich für dieses Ereignis interessiert. Sie tun der Welt kund, dass Folgendes geschehen ist. Wer sich dafür interessiert, nicht ihr Problem. Umgekehrt, wenn Sie sich für irgendetwas interessieren, wird es in aller Regel Ihnen egal sein, wer Ihnen diese Informationen zuleiten will. Es sei denn, es interessiert Sie spezifisch ein Absender, aber dann wäre das wieder ein Teil des Matchings und ein Teil der Metadaten. Also ein Decoupling in Identity. Das dritte ist das sogenannte Decoupling in Space. Wo das Matching von Subskription und Publikation stattfindet, ist irrelevant. Wir schauen uns gleich ein paar Entwurfsideen an. Sie können das irgendwo machen, Sie können das an einer zentralen Stelle machen, Sie können das bei den Publishern machen, Sie können das bei den Subskribenten machen, Sie können es verteilt machen. Der Semantik des Systems, der Idee dieses Pub-Sub-Systems tut das keinen Abbruch, da ist das völlig egal. So, diese drei Aspekte, dieses Decoupling in Time, Decoupling in Identity und Decoupling in Space, wird als sogenanntes Loose Coupling bezeichnet. Wenn Sie sich erinnern, der Begriff ist schon mal im Vorbeigehen gefallen im Kapitel zu Microservices. Auch da hatte ich das mal so en passant erwähnt, dass Microservices Loose Coupling aufweisen. Es ist genau in diesem Sinne gemeint. Ein Microservice, der Informationen, Aufträge, was auch immer, an einen folgenden Microservice verschickt, wird sich in aller Regel nicht dafür interessieren, welche spezifische Identität, welche Instanz des folgenden Microservices es ist. Er tut einfach kund, hier ist etwas, hier ist ein Resultat. Wer immer sich dafür interessiert, möge es bitte nehmen. Es ist typischerweise auch kein Interesse, nicht von Interesse für den Microservice, wo diese Kommunikation zu dem folgenden Microservice passiert. Also die Coupling in Identity und die Coupling in Space ist auf jeden Fall charakteristisch für Microservices. Decoupling im Time, im Wesentlichen auch
Das hängt jetzt davon ab, was für Erwartungshaltungen Sie haben bezüglich Verlässlichkeit. Da kommen wir auf der nächsten Folie gleich noch dazu. Aber diese beiden Aspekte hier, Identity und Space, definitiv charakteristische Eigenschaften. So, und weitere charakteristisch ist heterogen, es ist Ihnen egal, Betriebssystem und so weiter. Aber naja, das hatten wir jetzt ja schon öfter, dass das bitte egal sein sollte. Okay, sehr schön. Was jetzt dieses Decoupling in Time noch ausmacht, das ist der komplizierteste und von der Semantik her auch eigentlich vielleicht der schwammigste Aspekt. Und das meint folgenden Punkt. Ein Pub-Sub-System hat kein Gedächtnis. Es ist zustandslos bezüglich der Ereignisse. Es hat natürlich Zustand und Gedächtnis bezüglich der vorliegenden Subskription. Das ist ja klar, das müssen Sie aufbewahren. Aber wir haben kein Gedächtnis bezüglich der Ereignisse im Sinne von, wenn eine Notifikation eintritt, dann gelten die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Subskriptionen. Subskriptionen, die später eintreffen, werden dieses Ereignis nicht sehen. Okay? Jetzt sagen Sie natürlich sofort zu Recht, was heißt denn in einem verteilten System bitte schön jetzt oder später oder sonst irgendwas? Und Sie haben völlig recht, ich male Ihnen das sogar noch mal kurz auf. Sie haben völlig recht, das ist semantisch nicht klar. Folgendes Beispiel für das Decoupling in Time. Machen wir vielleicht erstmal offensichtliche Beispiele. Sie haben einen Subskribenten, Sie haben Ihr Publish-Subscribe-System. Ich tue mal so, als wäre es ein System, das an einer Stelle existiert. Und Sie haben einen Publisher. Sie subskribieren sich hier für ein Ereignis. Das ist ein Subscript, das ist ein Publish. Und natürlich kommt es dann hier zu einem Notify. So ist es ja gedacht. Notify sollte ich vielleicht ausschreiben. Der zweite offensichtliche Fall ist auch, Sie haben ein Publish eines Ereignisses hier. Danach kommt es zu einer, die Linien sind immer noch zu kurz, danach kommt es zu einer Subskription für dieses passende Ereignis. Aber dieses Ereignis hier haben wir zu diesem Zeitpunkt schon vergessen. Es kommt hier nicht zu einer Notifikation. Erst wenn später ein weiteres Publish eines entsprechenden Ereignisses geschieht, würde hier wieder ein Notify ausgelöst werden. Okay? Also das ist korrekt, das ist korrekt, das ist alles korrekt, das Systemverhalten. Das ist auch der Semantik nach klar. Das nicht offensichtliche Systemverhalten haben Sie, wenn Sie subskribieren, Publish-Subscribe-System an sich und den Publisher. Jetzt malen wir das mal etwas größer. Angenommen, ich brauche mal eine Hilfslinie hier. Angenommen, Sie haben zu diesem Zeitpunkt hier eine Subskription abgesandt, die hier eintrifft. Und es ist ein Publish hier passiert, die Hilfslinie hier zeichnen soll. Also danach trifft aber hier erst ein. Jetzt können Sie sich auf mehrere Standpunkte stellen. Jetzt können Sie sich auf den Standpunkt stellen, naja, dieser Zeitpunkt ist ja eigentlich die Aussage, dass meine Publikation nach der Subskription stattgefunden hat, bezüglich einer globalen Zeit. Hier haben Sie zwar ein Delta T bezüglich einer globalen Zeit, aber woher wissen Sie das? Wir haben keinen Zugriff auf eine globale Zeit. Sie können sich auf den anderen Standpunkt stellen und sagen, naja, dieser Zeitpunkt, dieser Abstand hier, dieses Delta T ist doch das, was wichtig ist, denn an der Stelle kann ich das auch nur auswerten. Das heißt, keine Notifikation, kein Notify. Hier würden Sie fordern Notify. Was davon ist denn realistisch zu bauen? Naja, das rote System ist nicht realistisch zu bauen. Sie wissen ja wieder, wie gesagt, nicht korrekt verteilte Zeit. Das können Sie natürlich hier feststellen, aber auch dieses Bildchen unterstellt eine zentrale
eine zentrale Stelle mit zentraler Zeit. Das wird natürlich sofort komplizierter werden, wenn wir über verteilte Realisierungen von Publish-Subscribe-Systemen nachdenken. Dann kommt an dem einen Ende das Publish, das andere Ende das Subscribe und dann kann sich innerhalb des Systems das wieder überlappen. Der langen Rede kurzer Sinn ist, hier hat es tatsächlich unklare Semantik und hier können sich unterschiedliche Realisierungen von Pub-Sub-Systemen auch unterscheiden bezüglich des Verhaltens von solchen überlappenden Zeiträumen von Pubs, Subs und Eintreffen im System. Das müssen Sie im Zweifel im Detail nachlesen, welche Entwurfsentscheidungen hier gefällt werden. Normalerweise werden Sie den grünen Fall hier vorfinden. Machen wir weiter und unterhalten uns darüber, wie wir jetzt die Zuordnung von Teilmengen von Ereignissen zu tatsächlichen Ereignissen realisieren können. Da gibt es ein paar Beispiele, die praktisch wichtig sind. Das erste, simpelste Beispiel ist das Topic-Based Publish-Subscribe-System. Die Vorstellung ist hier, eine Subskription ist eine Liste von Topics. Ein Topic ist einfach ein Text oder im einfachsten Falle einzelne Worte. Eine Publikation ist eine Liste von Topics. Subskription heißt, ich interessiere mich für alle diese Dinge. Publikation heißt, dieses Ereignis betrifft diese Themen. Und jetzt machen Sie die einfache Festlegung, wenn irgendeines der Themen einer Publikation irgendeinem der Themen einer Subskription entspricht, wenn also der Schnitt von Subskription und Publikation nicht leer ist, dann gilt dieses Ereignis als ein Match für diese Subskription. Plausibel, nicht? Wenn Sie hier sagen, ich interessiere mich für Aktienkurse der Firmen X, Y und Z und Sie sagen in der Publikation, es ist Aktienkurs von Y und Börsencrash. Ja, dann haben Sie Y in beiden Fällen, also wird Sie das interessieren. Okay, das ist einfach. Aber vielleicht auch noch nicht so richtig schön aussagefähig. Eine nächste Idee waren diese Key-Value-Pairs in Subject-basierten Publish-Subscribe-Systemen. Subject heißt, meint hier dieses Key-Value-Pair. Key-Value heißt innerhalb einer Publikation, das ist eine Liste von Key-Value-Paaren und in dem System, das ich Ihnen hier zunächst mal beschreibe, das TIBCO-System, können Keys irgendwelche Textstrings sein und Values sind Zahlen. Das kommt auch aus dieser Aktienkursgeschichte. Das hier sind Aktienkurse, momentane Aktienkurse. Das ist die Publikation. Eine Subskription ist genau das Gleiche, eine Liste von Key-Value-Paaren oder Key-Intervall-Paar. Mit der Semantik, es interessiert mich, wenn der Wert in einem bestimmten Intervall liegt. So, und jetzt ist ein Match, ein Ereignis matcht eine Subskription, also die Menge der Ereignisse, die durch eine Subskription dargestellt ist, wenn für jeden Key-Value-Paar in der Subskription dieser Key-Value-Paar auch in der Publikation vorliegt. Also Key-Value-Paare müssen genau gleich vorhanden sein. Die Umkehrung gilt nicht, eine Publikation darf mehr Key-Value-Paare haben als die Subskription. Sie dürfen sich zu mehr Dingen äußern, als in der Subskription vorhanden sind. Wenn in der Subskription ein Key-Intervall-Paar vorhanden ist, dann muss es in der Publikation ein Key-Value-Paar geben. Publikationen müssen feste Werte, dürfen keine Intervalle beinhalten. Dann muss es ein Key-Value-Paar geben mit dem entsprechenden Key. Und Sie werden es nicht raten, der Wert muss in dem Intervall liegen. Okay? Also Beispiel, angenommen Sie haben eine Publikation, die sagt A ist 5, B ist 17 und C ist 7,5. Und Sie haben eine Subskription, die sagt A ist 5, A soll 5 sein und C interessiert mich, wenn es zwischen 2 und 10 liegt. Dann müssen Sie schauen, A 5, okay, kommt in beiden vor. C ist interessant, wenn zwischen 2 und 10, C ist 7,5, ist interessant. Okay, und dass hier noch ein B drin steht, ist nicht weiter relevant. Die Subskription S hat sich zu B nicht geäußert. Check, matches. Dieses Publish trifft auf diese Subskription zu. Diese Subskription deckt diese Publikation ab. Es gibt da verschiedene Sprechweisen. Matches ist so die üblichste dabei. Okay, einfach, nicht? Und Sie ahnen, dass man das jetzt hier natürlich erstmal naheliegend verallgemeinern kann. Naheliegende Verallgemeinerung ist zum Beispiel zu sagen, okay, wieso muss ich hier nur mich auf reelle Zahlen beschränken? Ich kann hier beliebige Typen hinschreiben. Okay, machen wir getypte Key-Value-Paare, auch klar.
Wie ist das hier mit Intervallen? Warum muss ich hier mich auf Intervalle einschränken? Könnte ich vielleicht auch sowas hinschreiben wie 2, unendlich? Also eigentlich größer 2. Also könnte ich hier hinschreiben c größer 2 oder größer gleich, geschlossenes Intervall. C größer gleich 2. Darf ich sowas hinschreiben? Darf ich vielleicht beliebige Operatoren hinschreiben? Ja, darf man, kann man, nicht mit TIBCO, aber mit einer Erweiterung, das ist das Siena-System, 2001, Anfang der 2000er veröffentlicht, eines der Seminal, sagt man ja gerne, maßstabsetzenden Arbeiten dazu, die genau diese Dinge getan hat, Publikationsmetadaten, Publikationsmetadaten, Liste getypter Key-Value-Pairs, nicht? Und Typ kann das Übliche sein. Subskriptionen sind sogenannte Prädikate. Prädikate sind Konjunktionen von Disjunktionen, von Constraints. Heißt folgendes. Ein Constraint ist eine Aussage, dass ein bestimmter Key sich bezüglich eines Values irgendwie benehmen soll. Der Key Price soll kleiner als 100 sein. Keine Ahnung, was das hier soll. Das ist ein Konvertierungsfehler. Der Name soll UPB sein. Sie haben hier die üblichen Operatoren für ihre üblichen Typen. Nicht für Zahlen haben sie kleiner, größer, kleiner, gleich und so weiter. String haben sie gleich, nicht gleich, enthalten in und so weiter. So, und dann bauen sie daraus möglicherweise Disjunktion. Also sie können sagen, Class gleich Vorlesung oder or Class gleich Übung. Und diese Disjunktion können sie jetzt noch konjunktiv verknüpfen. Also sie interessieren sich vielleicht dafür, wann immer die Uni Paderborn irgendetwas zu Vorlesungen oder Übungen veröffentlicht und das nach dem Jahr 2016 ist. Irgend sowas. Kann man das algorithmisch prüfen? Na klar. Ist das der entscheidende Teil von Siena, diese Änderung der Matching-Semantik? Nein. Das coole Ding an Siena ist die Art und Weise, wie man das verteilt durchführen kann. Das ist eigentlich der Claim to Fame dabei. Okay, machen wir noch zum Schluss, Prädikat Selects, klar, nur Sprechweise. Machen wir zum Schluss noch Content-basiert. Content-basiert können Sie im Prinzip machen, was Sie wollen. Nicht? Sie können jetzt sagen, okay, Sie haben irgendeinen Content, das kann ein Bild, ein Video, ein sonst was sein. Und jetzt brauchen Sie halt noch irgendwie die Möglichkeit, auf einem beliebigen Content eine Operation durchzuführen, die letztlich wahr oder falsch ausgibt. Interessiert es mich oder interessiert es mich nicht? Wenn Sie Text haben, können Sie reguläre Ausdrücke machen, sonst können Sie irgendeine Funktion auf Ihren Content anwenden, der letztlich wahr oder falsch ergibt. Das Video ist kürzer als 3 Minuten. Ist eine denkbare Funktion dabei. Dann können Sie jetzt hier wieder Konjunktionen und Disjunktionen von diesen True-False-Werten bauen, wie wir das gerade eben gesehen haben. Sie ahnen, Content-Based ist extrem ausdrucksstark, aber dadurch halt auch schwer zu verallgemeinern. Das müssen Sie wieder Ihr konkretes System angucken, was das Ihnen liefern kann. Beliebige Funktionen hier zuzulassen, ist natürlich sofort ein Sicherheitsproblem. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie als PubSub-System beliebige Funktionen eines Subskribenten entgegennehmen und das auf einen beliebigen Inhalt einer Publikation anwenden. Sie ahnen, dass man da die eine oder andere Security-Schwierigkeit bekommen könnte. Okay, so, diese Matchings gibt es jetzt natürlich noch vieles und vielerlei an Variationen dazu. Sie können geografisches Scoping machen. Sie können zum Beispiel sagen, es interessiert mich nur, wenn das Ereignis aus Europa ist. Alles andere ist mir egal. Sie können irgendwelche Filter noch hinzufügen. Sie können zum Beispiel Raten limitieren. Sie möchten höchstens eine Notifikation pro Sekunde bekommen, damit Sie überhaupt mithalten können. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Hier ist Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ob es das dann auch gibt oder nicht, müssen Sie nachschauen. Letztlich werde ich unterstellen für die späteren Diskussionen, es gibt irgendeine Funktion Match, der kann ich eine Subskription, also die Beschreibung einer Teilmenge von Ereignissen vorwerfen und eine Publikation, also die Beschreibung eines konkreten Ereignisses. Und das sagt mir True oder False, wenn eben dieses Publikation ein Match für diese Subskription ist. Okay? Und wie das hier letztlich intern strukturiert ist, ist mir fast egal. Was dieses Match hier intern tut, ist mir nahezu gleichgültig für die folgende Diskussion, wie man
Pub-Sub-Systeme realisiert. Und bevor wir uns zu spannenden Varianten vorwagen, bevor wir das tun, machen wir noch einen naiven Strohmann. Eine naive Vogelscheuche, die sofort auseinanderfallen wird. Ich mache nämlich eine zentralisierte Variante davon. Klar, kann ich machen. Ne? Hat mein handschriftliches Gekritzel ja eben schon angedeutet. Und die ist praktisch trivial. Nicht? Sie stellen irgendwo einen Server hin. Alle Subskriptionen, alle Publikationen werden an den Server geschickt. Für jedes Pub guckt ihr alle Subskriptionen durch und schickt Nachrichten an die entsprechenden, Subskribenten. Ein Matching-Server oder Rendezvous-Server, nennen Sie, wie Sie es wollen, kriegen Sie übers Wochenende implementiert. Wahrscheinlich brauchen Sie nicht mal so lange, habe ich volles Vertrauen. Und das erzielt Decoupling in Time, Identity und Space. Es ist mir egal wo, bei diesem Server von mir aus. Identity, ich kenne die anderen nicht, kenne nur den Server. Und in Time, ich publiziere und subskribiere, wann immer es mir passt. Aber Sie ahnen, unter Ausfallsicherheit, Fehlertoleranz, Lastbalancierungsaspekten und so weiter, ist das natürlich nicht so tolle. Ne? Deswegen, weil das nicht so tolle ist, werden wir uns im nächsten Video verteilte Variationen für einen solchen Matching-Server anschauen. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.